ein extra Video und zwar die News. Heißt bei uns einfach, was ist bei uns so aufgetaucht, was ist bei uns eingetroffen von Neuheiten, die euch interessieren könnten, alles was Medien betrifft und so weiter. Und wir fangen diesmal wieder an mit Büchern, denn ja, die Leipziger Buchmesse war 2019, da habe ich ja schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier. 21 Bücher an der Zahl, die ich euch vorstelle, aber ausgenommen von der Leipziger Buchmesse haben trotzdem Bücher uns dennoch erreicht. Liegt aber auch daran, dass meine Freundin Geburtstag hatte und ja, da ist dann auch noch was dazu gekommen. Aber wir fangen mit dem ersten Buch an und zwar, was sie geschenkt bekommen hat und zwar, Niemals Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist wieder so ein Cover, was mich persönlich überhaupt nicht anspricht. Es sieht echt nett aus, aber ich würde es nicht in die Hand nehmen. Es ist von Marisha Pessel. Aber es ist schon ganz cool. Es ist halt so ein Final Destination Film. Vielleicht ein bisschen hardcore, aber trotzdem ganz cool. Es geht hier darum, und zwar seit Jims ungeklärtem Tod hat Bee keinen von ihren Freunden mehr gesprochen, aber nach 5 Jahren treffen die sich in irgendeinem schicken Haus wieder und da ist es halt so, dass sie ganz knapp einem Autounfall entkommen und als sie wieder nach Hause kommt zu ihren Freunden, klopft ein ganz unbekannter Typ an, sie ist durchnässt vom Regen und so weiter und dann wird auf einmal gesagt, dass der Unfall doch passiert ist. Und dass nur einer überlebt hat. Und jetzt müssen alle Freunde darüber debattieren, wer überleben darf. Irgendwie so. Ich finde das ziemlich cool. Ja, ist natürlich echt so. Die sind in so einer Zeitschleife im Grunde gefangen. Und es hat mich so ein bisschen an Final Destination im Grunde erinnert. Aber hat damit gar nichts zu tun, natürlich. Aber trotzdem fand ich es ganz cool und die Idee ist schön und ja, ich bin gespannt, was sie erzählt, während sie es dann durchgelesen hat. Ich guck mal jetzt ganz kurz, genau, der zweite Roman heißt, den sie auch geschenkt bekommen hat, meine ich, heißt Zorngeboren, die Imperium-Trilogie von Claire Legrand. Riel und Eliana, zwei Königinnen, getrennt durch mehr als ein Jahrtausend und verbunden durch eine Prophezeiung. Eine von ihnen besitzt die Macht, die Welt von Avitas zu retten und die andere, sie zu zerstören. Doch, wer von beiden ist die Sonnenkönige des Lichts und Heils und wer die Blutkönige des Zorns und der Zerstörung? Tja, eigentlich relativ simpel, ist es aber nicht. Ein echt dicker Wälzer, muss ich sagen. Also das Ding kommt hier mit 600 Seiten an. Oder fast 600, 568 habe ich jetzt gesehen. So, dann habe ich geschenkt bekommen. Ich habe gar keinen Geburtstag gehabt. Habe ich erst nächsten Monat. Ah, egal. Nee, diesen Monat. Genau, ihr seht es ja im April. Und ich habe ja im April Geburtstag. Aber trotzdem habe ich was bekommen. Und zwar von John Scalzi. Collapse, das Imperium der Ströme. Habe ich ja schon mal gesagt, John Scalzi finde ich sehr, sehr cool. Macht echt tolle Sci-Fi-Sachen. Schreibt ja auch fast nur Sci-Fi. Oder ich glaube, schreibt er nur? Schreibt mal unten rein in die Kommentare. Ich glaube, John Scalzi schreibt nur Sci-Fi, ne? Und hier geht es darum, die Menschheit hat sich in der ganzen Galaxis ausgebreitet und ein gewaltiges Sternreich errichtet. Ein ebenso mächtiges wie labiles Gefüge aus Planeten und Raumstationen, die alle aufeinander angewiesen sind, um zu überleben. Extradimensionale Sternenstraßen halten dieses Imperium zusammen, sogenannte Ströme, auf denen Raumschiffe in kürzester Zeit Lichtjahre zurücklegen können. So, sage ich mal, ja. Doch dieses feingesponnene Netz scheint gefährdet und nur 3 Menschen können den endgültigen Zusammenbruch verhindern. Die Imperiatox des Sternenreichs, ein junger Wissenschaftler und die ehrgeizige Erbin eines Handelshauses. Und Collapse ist der Auftakt von John Scalzis neuer, bisher größter Science-Fiction-Serie. Und das ist natürlich das, was man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Da kommt eine dicke Serie auf uns zu. Ich bin schon gespannt, wie es sich liest. John Scalzi schreibt einfach auch gut, finde ich.
Dann habe ich noch einmal Blade Runner bekommen. Und zwar von Philip K. Dick. Neu übersetzt. Und Blade Runner, wer Blade Runner mal gesehen hat, der ist cool. Und da brauche ich auch nicht mehr viel sagen eigentlich, oder? Es geht um Replikanten, also gezüchtete Menschen. Es geht um die Zukunft. Ich weiß gar nicht wann. Ja, und diese Replikanten, die werden eigentlich von Menschen nicht so geschätzt. Aber sie versuchen, die Welt so ein bisschen an sich zu reißen. Ja. Das im Groben. Aber ey, ganz ehrlich. Wenn ihr den Film nicht kennt, guckt ihn an. Wenn ihr das Buch nicht kennt. Dann haben wir, oder war meine, nee, waren wir zusammen, genau, ja. Waren wir bei der Buchvorlesung von Zokos, abgeschlagen. Ein Paul Herzfeld-Thriller. Und da haben wir auch das Buch bekommen. Ja, in einem Kieler Park werden ein toter, nackter Mann und eine zerstückelte Frauenleiche entdeckt. Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist überrascht, welche mysteriösen Reaktionen dieser Fall auslöst. Professor Schneider, Herzfelds Vorgesetzter, legt sich schon zu Beginn der Obduktion auffällig schnell auf eine Machete als Tatwaffe fest, während der Sektionsassistent vor lauter Nervosität kaum seine Arbeit verrichten kann. Und dann kommt der Hausmeister des Instituts auch noch einem brisanten Geheimnis auf die Spur. Daraufhin stellt Herzfeld eigene Nachforschung an und bringt sich und seine Familie in größte Gefahr. Ja, sehr cool. Dann Wir zwei in fremden Galaxien von Kate Ling. Und das ist eine Ventura-Saga. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Wir sind eine verlorene Generation. Wir haben die Erde nie gesehen. Noch werden wir unsere neue Heimat je zu Gesicht bekommen. Die Ventura auf ihrer 700-jährigen Reise ist das Einzige, was wir jemals sehen werden. Seren würde gern wissen, wie sich Sonnenstrahlen auf der Haut anfühlen oder wie es ist, wenn der Wind durch die Haare streicht. Aber sie weiß, dass das auf diesem Raumschiff Jahrzehnte entfernt von der Erde nicht möglich ist, bis sie sich verliebt und zum ersten Mal echte Gefühle erlebt. Doch auch diese Liebe darf nicht sein, denn auf der Ventura gibt es Regeln. Und wer sie bricht, wird bestraft. Ja, ganz cool. Also ich habe da auch jetzt noch nicht so wirklich rausgefunden, worum es eigentlich geht. Ja, aber so hört sich schon mal ganz cool an. Dann habe ich auch noch bekommen Freie Geister, und zwar von Ursula K. Lee Gwynne. Wahrhaftig ein Meisterwerk der Science-Fiction wohl. Der einzige Ort auf Anaris, der durch eine Mauer von seiner Umgebung abgetrennt wird, ist der Raumhafen. Von hier aus werden die Edelmetalle, die in den Minen des Planeten abgebaut werden, einmal im Jahr zum Nachbarplaneten Uras geflogen. Für die Herrschenden von Uras ist Anaris nicht mehr als eine abhängige Bergbaukolonie, die es möglichst effektiv auszubeuten gilt. Für die Bewohner von Anaris ist ihre Heimat jedoch der einzige Ort im gesamten oder ganzen Sonnensystem, wo sie wirklich frei sind. Frei von Unterdrückung, aber auch frei von dem Zwang, künstlich erzeugte Bedürfnisse befriedigen zu müssen. Tja, es war wohl, also es ist neu übersetzt und das ist ein großer Klassiker gewesen. Ja, und deswegen Klassiker. Dann kann ich mal sagen, ich habe einen Klassiker gelesen. Nein, also ich freue mich drauf. Mal gucken, wie der ist. Dann hat das letzte Buch, das habe ich meiner Freundin geschenkt zum Geburtstag, und zwar von Sarah Wolf, Hurtless, Der Kuss der Dieben. Und das fand ich echt richtig schön. Also da spricht mich das Cover auch an. Und schon allein der erste Satz sagt mir auch, dass das Buch echt was hergibt, weil sie muss das Herz der Prinzessin stehlen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, wie cool ist das denn? Prinz Lucian betrachtet mich, als hätte er noch nie zuvor einen Menschen gesehen. Ich sollte schüchtern wegschauen, aber ich tue das Gegenteil. Ich lasse meine Augen die Worte sagen, die mein Mund nicht aussprechen darf. Ich bin keine Blume,
die du nach Lust und Laune pflücken kannst. Wütender Wolf, ich bin die, deine Jägerin, und habe den Bogen bereits gespannt. Ich bin eine Herzlose, eine der Kreaturen, vor denen dein Volk in panischer Angst geflohen ist. Ich leiste mir den Anflug eines Lächelns. Und wenn du schlau wärst, würdest du auch fliehen. Ey, also ich find das cool. Sagt nicht ganz so viel aus, das weiß ich. Aber wir hatten so ein bisschen reingelesen und hier, also Zera heißt dann, die Protagonistin ist mutig, stark und schön und eine Gefangene, denn ihr Herz ist in der Gewalt einer Hexe. Tja, und will Zera ihre Freiheit zurück, muss sie einen unmöglichen Auftrag erfüllen, das Herz der Kronprinzessin stehlen. Und dann brauche ich nicht weiterlesen. Da finde ich es schon echt cool. Also ich bin gespannt. Ich denke, das ist sehr, sehr cool gemacht. Auf jeden Fall, ich finde es schick. Sonst hätte ich es nicht geschenkt. Ja, und ein Buch hat sich echt krass durchgeschlichen, so sage ich mal. Eigentlich ein Buch von der Leipziger Buchmesse, was wir mitbekommen haben, vom Manticore Verlag. Habe ich aber irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, weil ja meine Freundin das schon durchgelesen hat. Richtig gut. Durchgelesen. Ich will es gar nicht werten, weil die Rezension kommt ja. Nein, die Rede ist die Heimsuchung von Rosecliff Manor. Zweiter Band der Addison Lockhart Mystery Reihe von Cheryl Bradshaw. Cheryl? Ja, Cheryl Bradshaw. So sieht das Ganze aus. Es ist ein echt cooles Cover, wie ich finde. Aber gar nicht so dick. Sind etwa 217 Seiten, was es betrifft. Es geht hier um Mädchen, Zwillinge, und die tauchen auf. Und sie ist ja eigentlich, also Addison Lockhart hat so paranormale Fähigkeiten und sieht diese Mädchen auch. Und ja, nun ist das Bestreben, warum suchen die mich eigentlich heim? Warum redet die eine mit mir, die andere nicht? Und sie versucht nun, das Ganze aufzudecken, und ja, da kommt einiges so ans Tageslicht. Und also es ist kein Horror, ja, muss man auch mal sagen. Es ist so wirklich eine Mystery-Reihe, so mysteriös halt gehalten. Ich finde, das Cover sieht schon sehr übelst aus, aber ist es gar nicht. Das muss man dazu sagen. Und tja, wartet ab. Es wird eine Rezension dafür geben. Den ersten Teil, den gibt es schon und den habe ich auch vorgelesen. Den verlinke ich euch hier rein. Könnt ihr gleich mal reingucken. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und hier haben wir schon den zweiten Band. So, jetzt kommen wir aber zu Spielen. Wir sind auch nicht ganz so viele diesen Monat, aber muss auch nicht. Wir waren auf der Leipziger Buchmesse, da haben wir so viel Medien. Deswegen ein Spiel, was meine Freundin gerne haben wollte, und hat sie bekommen von unseren Freunden, hat sie das beschenkt bekommen, und zwar Zwischen zwei Schlössern. Das Besondere an Zwischen zwei Schlössern, da ist so auch so ein bisschen geteilt. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich finde die Idee schon alleine ganz cool, dass man im Grunde zwischen zwei Spielern sitzt, und wenn ich Plättchen nehme, dann muss ich überlegen, welches Plättchen ich von diesen beiden ich auf diesem Schloss baue oder auf dem. Denn ich kann nur, oder ich muss bei beiden bauen und muss versuchen, mit die meisten Punkte dazu generieren. Also kann ich ein Schloss rechts oder links nicht vernachlässigen. Finde ich cool. Und das Schöne ist, das finde ich nämlich auch so super, jetzt muss ich mal gucken, es ist für 3 bis 7 Spieler. Wow, sehr cool. Häufig haben wir das Problem, dass wir zu 6 sind. Oder wenn dann wirklich noch einer kommt, dann zu 7. Und so viele tolle Spiele gibt es gar nicht zu 7. Hier haben sie es natürlich echt cool gemacht. Des Weiteren ist es ab 10 Jahren und es ist 45 bis 60 Minuten dauert das ganze Spiel. Was ich noch cool finde daran ist, die ganzen Räume, die so sind. Ja, ich fand das vom Artwork so am Anfang nicht so cool. Da haben wir es ausgepackt und die ganzen Räume sind richtig cool. Der Sensenraum zum Beispiel. Wie cool ist das denn?
Ich habe die Regel noch nicht ganz gelesen, aber ich werde es auf jeden Fall die Woche tun. Und ich hoffe, dass wir es dann auch bald spielen können, weil zwischen zwei Schlössern passt dann der Name, muss ich auch sagen. Hatte ich am Anfang nämlich nicht und dachte mir so, wer denkt sich so einen blöden Namen aus? Aber wenn ich natürlich dazwischen sitze und zwei Schlösser baue, halt, dann sitze ich zwischen. So, dann auch im März haben wir von Schwerkraft Verlag winzige wandelnde Leichen mitgenommen oder bestellt? Nee, gekauft. Genau. Gekauft ist echt sehr winzig. Ihr seht es, echt sehr winzig. Das Ganze ist trotzdem für 1 bis 5 Spieler, 30 bis 45 Minuten und ab 14 Jahren. Und das Ganze ist echt ganz cool, weil was ich ja immer schön finde an so einem Spiel ist, wenn es nicht so straight ist, nur eine Sache. Also es ist nur kooperativ. Hier nicht. Hier hat man kooperativ, semi-kooperativ. Einer, der die Zombies spielt, gegen alle anderen Spieler. So viele coole Möglichkeiten, das macht echt Spaß. Es ist aber wirklich ein mini-winziges Spiel. Es ist jetzt nicht, weiß ich, wie, ja, Brain Burning, sondern man kann nach der Arbeit einfach das auspacken, eine Runde spielen, Spaß haben, lustig rumballern und seine Aufträge erfüllen. Und das war's dann eigentlich. Aber wichtig dabei zu beachten ist, man hat drei Aufträge, die man zu erfüllen hat. Man kann also nicht nur Zombies umbringen, man muss auch irgendwann los und halt ja, das Funkgerät finden, die entsprechenden Koordinaten oder vermisste Personen rausholen, die hoffentlich kein Zombie sind und so weiter und so weiter. Echt ganz cool. Material ist halt, wie man es gewohnt ist, wirklich richtig cooles Material, weil man hat halt auch Waffen, die man direkt an den Meeple ranstecken kann und dann hat er seinen Baseballschläger oder die Kettensäge. Sieht einfach lustig aus. So, dann haben wir auch in diesem Monat Mr. Jack Pocket gekauft. Und warum? Weil, also ich bin gar kein Liebhaber von Jack the Ripper, muss ich ganz ehrlich sagen. Sherlock Holmes, ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Spiel davon kaufen muss. Das muss ich nicht haben. Hier ist aber das Artwork von den Karten einfach so cool, da ich gesagt habe, ey, lass mal das mitnehmen. Ich mag ja auch diese kleinen Spiele vor allem. Hier ist es wirklich ein reines Zwei-Personen-Spiel für ab 14 Jahren und dauert 15 Minuten. Ich muss sagen, ab 14 ist hier absolut gestrichen. Spielt es auch mit ja, 10-Jährigen definitiv. Es ist nicht schwer. Es ist einfach nur die Überlegung, wann ich was tue. Weil das ist richtig cool. Man hat halt die Auslage und jetzt kann man versuchen, immer, also der eine spielt sozusagen den Ripper, ja, dem Jack, und die anderen spielen im Grunde das Ermittlungsteam um halt Sherlock Holmes und so weiter herum. Aber die laufen immer außen rum und man kann versuchen halt die Straßen zu drehen, damit man nicht reingucken kann und nicht herausfindet, wo wer ist. Im schlechtesten Fall findet man relativ zügig heraus, wer es sein könnte, denn man hat 4 Leute da liegen und ja, wenn man sagt, ich kann jetzt durch die Straße durchgucken. Sag mir bitte, ist da Jack the Ripper? Dann muss man sagen, ja oder nein. Und wenn es einer von den 4 ist, ja, dann ist natürlich schon ziemlich schlecht. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es lohnt sich auch so wieder für so einen Urlaub, das mitzunehmen, einfach mal auszupacken, eine Runde zu spielen. Ich meine, 15 Minuten kann man 2, 3 Runden spielen, hat Spaß. Und das kann man einfach nach dem Armbrot schön draußen in der Sonne genießen. Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, passt das Spiel echt auf den Tisch. Und vor allem, wenn es nur 2 Leute sind, dann ist es definitiv cool. Man spielt gegeneinander, man hat Spaß, man einfach ein tolles, thematisches, kleines Spiel. Ja. Gar nicht das. Jetzt kommt das vorletzte Spiel und das ist ein Klopper und zwar Twilight Imperium Rex, die letzten Tage eines Imperiums. Ja, und jetzt sagt man, hä, das kommt mir im bekannt vor, Twilight Imperium? Ja, es ist aber nicht das fette Twilight Imperium, was ich jetzt so halten müsste.
Nein, es ist ein aus diesem Universum, spielt sich aber definitiv anders und ist auch ganz anders. Es ist ab 14 Jahren, dauert aber dennoch 2 bis 3 Stunden und für 3 bis 6 Spieler. Deswegen haben wir es noch nicht gespielt, weil wir hatten den einen Samstag, wo wir uns eigentlich treffen wollten, war im Vorfeld, wir sind 6 Leute. Und dann habe ich gesagt, dann spielen wir das hier. Haben wir aber gar nicht gehabt. Wir waren dann, glaube ich, nur zu fünft oder so. Und da habe ich gesagt, nö, dann können wir erstmal andere Spiele spielen, weil wenn wir dann wieder doch so viele sind, dann möchte ich das auspacken, dann möchte ich das spielen und dann möchte ich mal gucken, wie heftig das ist. Regeln habe ich gelesen. Regeln sind erstmal so schon ein bisschen knackig. Nicht ganz so krass heftig, aber ich denke, man muss sich da durchwursteln und dann geht das auch richtig gut ab. Ja, ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das Ding hat Potenzial und ich mag auch das Artwork. Aber das ist eigentlich auch klar, ne? Twilight Imperium, ja, wir haben Twilight Imperium Rex. Twilight Imperium haben wir uns noch nicht geholt, weil wir da auch ein bisschen abgeschreckt sind, muss ich sagen, weil wir so viele Spiele haben. Und wenn wir da jedes Spiel mit 7 Stunden oder so, 6 Stunden da brauchen, dann packen wir, dann ja, kommt in den Gespielt-Videos ein einziges Spiel vor. Weiß ich noch nicht. Außerdem ist es auch ganz schön teuer. Und da habe ich überlegt, wenn ich das einmal im Jahr raushole, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Egal. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, Twilight Imperium, der Spielplan, die Karten sind einfach ganz cool. Die Schiffe hier unten, die braucht man sich gar nicht angucken. Das sind halt so Schiffe, die wirklich von sich aus wandern und alles bombardieren, was da so in den Weg kommt. Sind ganz nett, würde ich jetzt auch gar nicht anmalen oder so. Macht gar keinen Sinn. Ja. Ihr werdet hören, wie sich's spielt. Und eine Erweiterung. Und zwar die Quacksalber von Quedlinburg, die Kräuterhexen. Ja. Da ich ja Quacksalber von Quedlinburg wirklich richtig gut finde, musste halt die Kräuterhexe oder die Kräuterhexen auch dazu kommen. Hat nochmal eine Erweiterung zum Kennerspiel des Jahres 2018 und bietet nochmal eine ganze Menge mehr. Quedlinburg, also hier extra nochmal die fünfte, also der fünfte Spieler wird hiermit angetriggert. Man hat sonst in dem Grundregelwerk nur vier für 4 Spieler, hier nochmal für fünf. Und dann kommt das Ganze trotzdem in 45 Minuten zustande und ab 10 Jahren. Es gibt neue Zutaten und ja, da sind wir schon sehr gespannt. Hinten könnt ihr auch mal gucken. Ich finde, ja, wir schauen. Ich denke, das ist ganz cool. Haben wir auf jeden Fall gleich mitgenommen. Und ja, das war's. Ich finde, das ist schon ziemlich ordentlich dafür, dass wir auf der Buchmesse waren und 21 Bücher mitgenommen haben. Hat sich das hier irgendwie alles so gestapelt? Ja, ich werde mich ans Lesen machen und vor allem Regeln lesen, denn wir spielen am Samstag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, ein Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Schreibt was in die Kommentare, was würdet ihr als erstes lesen oder spielen und was habt ihr vielleicht im Regal. Und dann melden wir uns bald. Bis dahin, macht's gut, euer Tigurian.